Moin ihr Lieben, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen traditionellen Hefezopf selber machen könnt. Dafür benötigt ihr als erstes einen mittelgroßen Topf, in welchen ihr 300 ml Milch gebt. Dazu gesellt sich 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 80 Gramm feinste Butter, 20 Milliliter Rapsöl und zu guter Letzt das Ei einer glücklichen Henne. Anschließend stellt ihr euren Topf auf den Herd, rührt alles gründlich durch und dann lasst ihr das Ganze bei geringer Wärmezufuhr warm werden, dass die Butter schmelzen kann. Aber nicht kochen, sonst stockt das Ei immer so. Wenn die Butter dann vollständig geschmolzen ist, nehmt ihr den Topf vom Herd und lasst ihn etwas abkühlen. Als nächstes benötigt ihr eine große Schüssel, in welche ihr 600 Gramm Mehl gebt. Außerdem ein Päckchen Trockenhefe, welches ihr anschließend unterrührt. Bildet anschließend in der Mitte des Mehls eine Mulde und gebt die Milchmischung hinein. Nehmt euch jetzt ein Handrührgerät mit Knethakenaufsatz und knetet alles zu einer Masse durch. Und ganz wichtig bei einem Hefeteig, der braucht Liebe. Das heißt von der geringsten Stufe nach und nach zur Maximalstufe und das Ganze über 10-15 Minuten. Dann dankt ihr euch das Ganze, indem er dann wunderbar aufgeht. Schön, oder? Bemehlt als nächstes eine ausreichend große Arbeitsfläche. Gebt den Teig darauf und knetet ihn nochmal per Hand durch und teilt ihn in drei gleich große Stücke auf. Rollt und formt die Teiglinge zu möglichst drei gleich großen Würstchen, sag ich mal. Legt eure Teigrollen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech ganz nah beieinander und jetzt wird ein Zopf gemacht. Drückt dafür die zwei äußeren Rollen an einem Ende schon einmal kräftig zusammen und jetzt wird das Ganze, wie es der Name schon sagt, wie ein Zopf geflochten. Das heißt, eins der äußersten Enden muss immer wieder in die Mitte und das im Wechsel bitte. Reimt sich sogar. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Deckt den Hefezopf mit einem sauberen Geschirrtuch ab und lasst ihn an einem warmen Ort für ca. 60 Minuten etwas gehen. Wenn dann die Ruhezeit vorüber ist, könnt ihr euren Backofen schon einmal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Außerdem benötigt ihr jetzt noch eine Schale, in welche ihr ein Ei schlagt und es ordentlich verquirlt. Nehmt euch jetzt euren Hefezopf, der an Volumen zugenommen hat, und bepinselt ihn gleichmäßig mit dem verquirlten Ei. An allen Ecken und Kanten bitte. Anschließend verteilt ihr noch je nach Geschmack ca. 2 Esslöffel Hagelzucker darüber.
jetzt darf euer Hefezopf in das untere Drittel eures Backofens und darf dort für ca. 20 bis 25 Minuten verweilen. Und schon ist euer Hefezopf fertig, der übrigens am besten schmeckt, wenn er noch etwas warm ist. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann schau dir doch einmal mein New York Cheesecake an. Ich sage dir, der ist ein Traum. Also, nachmachen. Tschü tschü, goodbye, adieu, auf Wiedersehen.